Kommen wir zu den Einsparungen der einzelnen Objekte. Fangen wir mit dem Osterhotel in Bremervörde an. Hier ist ein Blockheizkraftwerk der Firma EC Power eingebaut worden mit 15 kW elektrischer Leistung und 30 kW thermischer Leistung. Die Spitzenlast liegt natürlich dementsprechend viel höher, aber das ist ja gerade das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung, dass das Blockheizkraftwerk die Grundlast abdecken soll. Das Gerät ist hier vorne auf diesem Foto zu sehen und hier vorne ist es auch ausgestellt. Die Heizung wurde ersetzt durch eine neue Brennwertheizung und der hydraulische Abgleich wurde gemacht. Die Investitionskosten liegen bei 67.000 Euro, denen gegenüberstehen 14.000 Euro Einsparung. Sprich, in 4,5 bis 5 Jahren hat sich diese Investition amortisiert. Vom Umweltgedanken her sparen wir dabei 42 Tonnen jährlich an CO2 ein. Beim Hotel Weserschlösschen verhält es sich ähnlich. Hier wurde auch ein EC-Power-Gerät eingebaut mit einem Pufferspeicher. Die Brennwertheizungsanlage mit dem hydraulischen Abgleich soll nächstes Jahr folgen. Beide Geräte laufen jetzt schon seit über einem Jahr und es hat sich gezeigt, dass die Investition in eine Brennwertheizung und auch gerade der hydraulische Abgleich sich bezahlt machen und das wird dort nachgeholt. Hier liegen die Investitionen jetzt allein für das Blockheizkraftwerk bei 44.000 Euro und demgegenüber stehen 12.000 Euro Einsparung, sprich unter 4 Jahre war die Investition wieder drin. Und 40.000 Tonnen CO2 Einsparung. Bei der Wohnanlage in der Ehmstraße hier in Bremen ist es so, dass die Anlage noch nicht ausgeführt ist. Wir sind noch in der Ausschreibungsphase, deswegen liegen auch noch keine Investitionskosten vor. Angebote werden Ende des Jahres eingeholt. Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen haben ergeben, dass wir bei der Einsparung ungefähr bei 41.000 Euro liegen und 270 Tonnen jährlich CO2 einsparen. Das sind im Vergleich zu der bestehenden Anlage mit der konventionellen Heizöltechnik 36% weniger. Hier sieht man auch das Gerät, also das ist eine G-Box 50 genannt aus dem Hause 2G. Die haben hier hinten auch einen Stand mit einem wesentlich kleineren Gerät. Die Firma produziert auch wesentlich größere BHKWs. Wie man hier auf diesem Foto sieht, das ist das Gerät, ungefähr 2,50 Meter hoch und vergleichbar mit der Sokratherm-Anlage, 50 kW elektrisch und 100 kW thermische Leistung. Ja, kommen wir zu der Zusammenfassung. Die Punkte wurden schon vom Vorredner teilweise schon gesagt. BHKWs sind in der Regel hochwirtschaftlich und fordern eine Beratung durch einen unabhängigen Fachmann. Nur so kann man Planungsfehler ausschließen. BHKWs sind umweltfreundlich und schützen das Klima durch sehr hohe CO2-Einsparungen und sind dadurch eine effiziente, bessere Alternative zu Kohle- und Kernkraftenergie. Zu guter Letzt, auch wenn Sie Ihr Objekt in den gerade genannten Beispielen noch nicht wiedererkannt haben, es gibt eine breite Modellpalette, hier gibt es auch viele Aussteller, die die Lücke da schließen können. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, ich stehe in der Pause auch gerne zur Verfügung mit anderen Beispielen. Und von daher bin ich jetzt am Ende mit meinem Vortrag und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Dann sagt das BAKW-Forum auch, vielen Dank, Herr Thesing, zu den Fallbeispielen noch irgendwelche Fragen? Eigentlich sind das ja Vorstellungen von eingebauten sowie geplanten BAKW, so wie ich das verstanden habe, aber alle im über 15 kW-Bereich. Richtig, ja. Aber damit Sie sehen, halt selbst in solchen großen Anlagen mit 111 Wohneinheiten passen relativ kleine BAKWs, weil die Grundlast gefordert wird.